Die Windverhältnisse sind ideal hier an der Küste von Mittelnorwegen. Eine praktisch nicht besiedelte Gegend in der Nähe von Trondheim. 4 bestehende Windparks werden die Stadtwerke München gemeinsam mit Trønder Energi betreiben. 4 weitere bauen. Insgesamt 131 Windräder mit einer Gesamtleistung von 450 Megawatt. Der SWM-Anteil beträgt 70%. Das entspricht 1,02 Milliarden Kilowattstunden. So viel wie rund 409.000 Münchner Haushalte im Jahr benötigen. Wir haben hier mit einem kommunalen Partner eine ganz langfristige Kooperation geplant. Also das erste ist mal tatsächlich der kommunale Hintergrund, der uns ganz wichtig ist. Hier arbeiten 2 kommunale Unternehmen zusammen, die beide sich ganz langfristig den erneuerbaren Energien verschrieben haben. Das zweite ist, dass wir nicht nur einen Park gemeinsam besitzen und betreiben, sondern dass wir wirklich dort die gesamte Wertschöpfungskette in der erneuerbaren Energiebranche abdecken. Das heißt, wir planen Parks zusammen, wir bauen sie zusammen, wir betreiben sie zusammen, wir vermarkten sie zusammen. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger Schritt nach vorn und es ist schön, dass wir einen Partner gefunden haben in Norwegen, mit dem wir unsere Kompetenzen hier bündeln können. Durch das Großprojekt wird die Ökostromproduktion in Europa gesteigert und der Klimaschutz über die Grenzen hinaus gestärkt. Germany and Norway have strong energy and climate targets. Deutschland und Norwegen verfolgen starke Energie- und Klimaziele. Norwegen als Ökostrom-Weltmarktführer setzt seit jeher auf Wind- und Wasserkraft und steht vor der Vollversorgung durch erneuerbare Energien. Der Energiemarkt in Deutschland befindet sich im Umbruch. Hier sind es die kommunalen Unternehmen wie die SWM, die die Energiewende vorantreiben. Die Kooperation mit Trønder Energi ist die 2. kommunale Kooperation der SWM in Norwegen. Schon seit Dezember produziert der Windpark Raskiftet 300 Kilometer weiter südlich Ökostrom für München. Die Stadtwerke München haben ja das Ziel, bis 2025 100% des Münchner Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken. Aktuell stehen wir bei 57%. Mit diesem Projekt machen wir einen großen Sprung nach vorn auf 71% bis 2021. Wir haben ja mit der Ausbauoffensive erneuerbare Energien vor guten 10 Jahren begonnen. Da hatten die Stadtwerke München einen Ökostromanteil von unter 5%, nur ein bisschen Wasserkraft im Wesentlichen. Bis 2025 möchten wir dann tatsächlich Haushalte, öffentlichen Sektor, Mobilität und auch alle Unternehmen, also auch alle Industriebetriebe mit Ökostrom versorgen können. Seit vielen Jahren spielt die Windkraft die zentrale Rolle in der SWM-Strategie. Gemeinsam mit Trønder Energi können die Potenziale der Windkraft nun vor allem in Nordeuropa noch besser genutzt werden. Ich freue mich sehr, dass wir diese grenzüberschreitende Kooperation auf kommunaler Basis schmieden konnten. So fördern wir auch die nachhaltige Entwicklung unserer beiden Regionen und stärken nicht zuletzt auch die Bindung zwischen Deutschland und Norwegen. Tatsache ist, von der Kooperation München-Trondheim profitieren nicht nur die beiden kommunalen Energieunternehmen, sondern auch das Klima und somit alle.